Das dritte Spiel aus der Magpie Collection, Fritz Stibitz. Ich habe wieder keine Ahnung, was mich erwartet, also geht's los. If a game doesn't seem to be working, click inside the game screen. Turn off Caps Lock or refresh the page with Control R. Press Space to start. Fritz Stibitz. Ich schätze mal, er ist ein Dieb. Okay, ich musste kurz gucken, ob die. Hä? Achso, Pfeiltasten. Okay, gib mir noch einen Versuch. Dem pinken Sakko-Träger. Ah ja, okay. Den holen wir jetzt hier, den Diamanten aus der Milz. Die Frau mit der sehr lilanen Nase. Okay, langsamer. Viel langsamer. Die hat einen Liebesbrief in ihrem Magen. Und dem Typen holen wir eine kleine Gitarre aus der Tasche in seinem Mantel. Oh yeah, oh, oh, oh yeah. Komm her, du Gitarre. Eine wirklich kleine Gitarre. Was hast du in deinem Oberkörper? Gehen einfach hier rum, Fritz Stibitz mit seinen sehr flexiblen Händen. Natürlich eine Katze. Das hätte man auch anderes erwarten können. Hier entlang. Wir haben die Katze. Ganz zurück mit der Katze. Und der dumme Nerd hat seine Katze nicht mehr. Aha. Eine Seefahrerin. Ihre Jacke sieht aus wie eine Grotte. Wir gehen immer tiefer in die Grotte der Seefahrerin hinein. Jetzt geht es hier entlang und dann hier einfach herum und jetzt haben wir den Anker ihres Herzens. Yeah. Uhuhu. Was ist bloß los? Ab in den Rucksack. Er ist sehr eckig. Jetzt ist hier einfach herunter. Und dann gehen wir gerade her. Oh nein, oh no. Oh no, wir wurden erwischt. Ich hoffe, wir müssen nicht ganz vorne wieder anfangen. Nein, müssen wir nicht. Geradeaus. Dann einfach wieder runter. Jetzt holen wir uns aber endlich mal diesen großen, mehreckigen, ich weiß auch nicht, was es ist. Einfach hier hoch und jetzt haben wir das Ding. Es macht ein Pling-Geräusch und wird herausgezogen. Er hat's nicht bemerkt. Sie ist schon eingeschlafen. Ich bin auch kurz davor, hier herunter, hier entlang, dann die nächste rechts und dann wieder links, hier jetzt hoch, einfach hoch, dann hier nach rechts und nach unten. Dim-diddle-dim. Ist ja wirklich sehr verworren hier in ihrer Tasche. Einfach hier entlang. Und jetzt geht's geradeaus zu ihrem N64 Kenzu-Kazooie, wie auch immer das hieß, Spiel. Banjo? Kazooie? Ich hab's nie gespielt. Auf zur nächsten Person. Sie sieht aus wie eine Pokémon-Trainerin. Wollen wir sie mal von innen befühlen? Wo sind deine Wertsachen? Am Ende dieses Dickdarmes bestimmt
Aha, ja, ha. Hier entlang, hier herum. Und auch sie hat eine Katze in ihrem Magen. Bring it on. Den ganzen Weg zurück aus ihrem Magen. Dum, 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 dum. Na, den schauen wir mal hier den Typen an. Der sieht doch aus wie der eine Typ von den Crows, Crows, Crows Leuten. Oh. Da lebt ein Vogel. Er hat einen Fernseher, dieser Vogel. Das sind wirklich sehr verworrene Haare, aber am Ende von ihnen liegt ein goldenes Herz. Wir haben es. Das goldene Herz. Yeah. Goodbye. Hallo. Da schläft was in deinem Oberkörper. Es ist ein Parasit. Hier geht's hoch und nach rechts, dann hier entlang und dann mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit kommen wir hier schnell durch. Hier jetzt runter und mal schauen, was uns erwartet. Es ist keine weitere Katze. Oh no, es ist ein Affe vielleicht. Niemand weiß es so genau, aber wir nehmen es uns. Es scheint wertvoll zu sein. Okay, goodbye. Er hat eine Krümelmonstermütze auf und das ist kein gutes Zeichen für seinen Geschmack. Aber hier geht's entlang. Wow. Ist das aufregend? Hier entlang an der Mütze vorbei. Es ist sehr weit der Weg, aber wir kommen langsam, aber sicher an. Es geht noch weiter hier entlang. Komm, bring it on. Die Mütze ist in der Mütze. Ich glaub's ja nicht. Wow. Toll. Yeah. Sehr weiter Weg zur ultimativen Krümelmonster-Mütze. Das war's? Oh yeah. Jetzt sind wir bei einem großen Schloss. Aha. Da wohnt Mr. Stibitz. Und er hat seinen Schlüssel vergessen, oh no. Ja. All die Sachen, die er geklaut hat. Die gute Krümelmonstermütze. Und der Haustürschlüssel. Oh no. Fuck you, Bird. Ach, was für ein Abenteuer. Okay, danke fürs Zuschauen und...